Hi, liebe Leute. Ja, sorry, dass ihr lang nichts mehr Aktuelles von mir gehört habt. In den letzten Monaten kamen fast nur vorproduzierte Videos. Liegt daran, dass ich halt seit Juni gesundheitliche Probleme hatte, wie viele gerade in der aktuellen Zeit. Und jetzt werde ich langsam wieder ein bisschen belastbarer und dachte mal, ich fange mal an wieder mit einem schönen Meinungsvideo. Und wenn ihr mir aktuell folgen wollt auf Instagram oder auf Facebook, könnt ihr da immer aktuell gucken, aber es kommen jetzt auch wieder weitere Videos, weil ich jetzt wieder aktiv werde, auch aktuell vor der Kamera. Das Thema: Biken ist zu gefährlich. Ja, das haben meine Eltern mir damals auch gesagt, als ich in der Jugend Dirtjumpen war, Sprünge gebaut habe. Ich habe mir mal das Bein gebrochen und so ein Kram gemacht. Jetzt würde ich ihnen zustimmen, damals war ich natürlich dagegen, aber ich habe heute auch eine andere Perspektive als Fahrtechniktrainer. Und ich wollte euch mal meine Gedanken mit euch teilen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie sind in den letzten Jahren so eure Sturzbilanzen, wie ist das bei euren Freunden, euren Bekannten, was habt ihr mitbekommen, wenn ihr irgendwo auf Trails oder in Bikeparks wart, vielleicht auch von Leuten, die ihr nicht kennt, wo ihr aber Stürze mitbekommen habt, Verletzungen mitbekommen habt. Berichtet mal, bin ich ganz interessiert. Warum ist Biken denn so gefährlich? Ich würde sagen, es liegt natürlich wieder primär daraus, was man daraus macht, das liegt an einem selber. Aber man muss das hier mal genauer anschauen. Und zwar, Fahrradfahren kann ja jeder. Fahrradfahren ist nur die beliebteste Freizeitsportart in Deutschland, kann man sagen, so was die Zahlen hergeben. Und Mountainbiken und gerade EMTB wird halt auch immer mehr. Und natürlich ist es auch im Grunde so eine Art Freizeitsport, Gesundheit, Fitness. Aber da kann man sagen, es ist auch eine Hochrisikosportart. Klingt jetzt sehr dramatisch wie Basejumpen oder so, aber Mountainbiken erzeugt sehr viele Verletzungen und auch schwere Verletzungen. Das geht halt mit Knochenbrüchen, Frakturen, Wirbelsäulen, innere Organe, Kopfverletzungen, das ganze Programm. Und ich finde, treffender sind die Begriffe aus dem Englischen. Man kann sagen, das ist eine High-Consequence-Sportart, also eine Sportart, wo auch schon, sag ich mal, kleine Fehler oder so hohe Konsequenzen haben können, also schlimme Konsequenzen, Verletzungen, monatelanger Ausfall bis hin auch zu Folgeschäden. Und auch der zweite englische Begriff ist der High-Impact-Sport. Also wir haben jetzt keine Matten und keinen tiefen Schnee wie bei anderen Sportarten, der vielleicht was abfängt. Der Boden ist hart und wenn man aufkommt von einem Sturz, ja, dann heißt es auch, man kann da auch, ja, diese Kräfte, die auf den Körper wirken, das ist, führt schnell zu Verletzungen. Genau. Und jetzt möchte ich mal genauer beschreiben, warum denn das so ist. Warum ist es so gefährlich geworden oder war es immer so gefährlich? Die Sache ist so, man hat Gewohnheiten von normalen Fahrradfahren, das hat man als Kind gelernt. Diese Gewohnheiten auf dem Fahrrad können aber einschränkend bis hin zu gefährlich sein, wenn man im Gelände fährt, mit dem Mountainbike oder mit dem E-Mountainbike. Und es ist so die natürliche Progression, Leute fangen an zu fahren, am Anfang sehr unsicher werden, aber dann immer sicherer, fahren mehr Trails, machen vielleicht auch mal einen kleinen Fahrtechnikkurs, was ja auch echt gut ist, machen aber auch nicht so viel, aber trotzdem, das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Dann wird wieder Trails gefahren, es wird gemacht, man orientiert sich vielleicht an den erfahrenen Bikern und man steigert sich, man wird auch mental besser. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Die meisten Biker und Bikerinnen, die ich so kenne und was ich in meinen hunderten, tausenden Kursen, die ich seit 2008 gegeben habe, auch immer wieder gesehen habe. Die meisten haben noch Baustellen, bisschen zu Defizite in den Basics. Also, das heißt, das, was wir, also Leute, die in der Kindheit oder der Jugend angefangen haben, einfach spielerisch uns alles erarbeitet haben, dass wir super das Gleichgewicht haben, richtig immer Pilot und Pilotin auf dem Rad sind, spielerisch, Wheelie auf dem Hinterrad, auf dem Vorderrad. Alles, was halt einen echt zu einem richtig guten Biker macht, da verlinke ich mal ein Video, wo ihr die Sachen üben könnt. Das haben die Leute natürlich dann nicht, weil viele erst im Erwachsenenalter oder auch nicht mit 20, viele erst mit 35, 45, 55 oder so angefangen haben. Das heißt, das Tempo wird mehr, die Trails werden schwieriger, es kommen Sprünge, Drops, alles wird sich ein bisschen erarbeitet, aber es gibt noch Baustellen bei den Basics und wenn etwas gemacht wird, wird es oft auch nicht richtig genug trainiert. Also selbst wenn jemand schon ganz gut ist und trainiert jetzt zum Beispiel bestimmte Drops oder so, ist es häufig so, dass halt dann mal gemacht wird und dann klappt es. Aber kaum jemand trainiert wirklich zu Hause erst an der Bordsteinkante, an der Bushaltestelle, wo die Kante höher ist. Trainiert häufig die Technik, damit die sich richtig automatisiert. Ja, und dann kommt halt so der Spruch, den ich ganz gut finde: Es geht immer so lange gut, wie es gut geht.
bis es dann nicht mehr gut geht, ja. Das heißt, dann wundern sich die Leute, warum habe ich doch immer mal Stürze? Warum verletze ich mich einmal im Jahr mehrfach? Was ist in meinem Freundeskreis, die anderen Biker? Es gibt viele Verletzungen, viele Stürze. Auf YouTube gibt es natürlich Klicks, wenn du ein Video hochlädst und sagst, gab lustige Stürze bei unserem Bikeparkbesuch in Winterberg. Aber, wie gesagt, ich habe seit 2016, wo ich hier wohne, wenn ich im Bikepark war, fürs Kurse oder fürs Film, so viele Stürze gesehen von Leuten, die da irgendwie gefahren sind. Und ach, das ist einfach nicht schön. Und ich zucke jedes Mal zusammen, wenn es knallt. Ja, und oft ist es einfach so, wie ich gerade schon gesagt habe, die Leute machen schon zu viel für ihr Können. Und sie üben nicht wirklich nochmal richtig strukturiert zu Hause, um richtig gute Bikerin oder Biker zu werden, sondern fahren Trails, steigern sich und so weiter. Und dann passieren halt, wie gesagt, die Verletzungen, Klassiker, sind mal Schulterverletzungen, Schlüsselbein, Handgelenk, Hände. Es gibt ganz, ganz viele, aber auch sehr ungünstige Sachen, wie du haust dir einen Lenker oder so in den Bauch, merkst dann gar nicht, dass du eine innere Verletzung an den Organen hast. Kopfverletzungen, trotz der guten Helme heutzutage, bei je nach Aufschlag kann das halt echt viel ausmachen. Und Protektoren, liebe Leute, sind sehr wichtig und gut. Tragt viele Protektoren, macht das. Aber vor vielen Verletzungen helfen die nicht. Helfen vor Abschürfungen und Prellungen und solchen Kram. Aber sehr viele Verletzungen, die du beim Biken kriegst, da kommen die Kräfte so auf die Knochen, da gibt es keine Schoner, die da helfen. Da brechen halt dann die Knochen. Genau. Ja, jetzt könnte man sagen, Stürzen gehört auch wirklich dazu. Ja, wenn du Profi bist, du musst Rennen gewinnen, du musst neue Tricks machen, dann musst du dich immer steigern, immer aus deiner Komfortzone, musst neue Manöver probieren und du hast dann diese Fehlversuche, die passieren und du fährst so schnell und so krass die Strecke, dass du dich verletzt. Also als Freizeitsportler, der natürlich am nächsten Tag zur Arbeit muss oder eine Familie versorgen muss, da gehen wir nicht diese krassen Risiken ein, wir haben keine Sponsoren, wo wir verpflichtet sind und da abzuliefern. Deswegen, mein Tipp. Übt viel an den Basics. Übt gerne Bunny-Ups, Stoppy, Balance auf schmalen Balken, Wheelie, einfach Gleichgewicht, fahrt ganz langsam Treppen runter. Macht gerne nochmal einen Fahrtechnikkurs bei einem gut ausgebildeten Trainer. Hier im Sauerland könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Ich mache auch weiterhin Kurse, nur nicht mehr so viele. Privat gebucht, individuell gebucht, also nicht einfach feste Gruppen, Level 1 oder so, sondern man kann mich einfach buchen als Trainer, als Gruppe oder als Einzelperson. Bitte versteht mich nicht falsch, natürlich gehört Stürzen zu einem gewissen Grad auch dazu, das liegt an der Natur der Sache, aber die meisten Stürze sind vermeidbar. Einerseits dadurch, was ist man, wie gut ist man eigentlich wirklich, wie gut ist man Pilot oder Pilotin. Ich kenne so viele Biker, die seit vielen Jahren biken, aber die dann doch sagen, ich komme überall gut runter, aber dann kommt der Punkt, wo die Gewohnheiten, die sie haben, sie so sehr einschränken oder auch dann gefährden, dass es zu Stürzen kommt. Weil sie mit der einen Technik, die sie sich angewöhnt haben, einfach an dem Level, wo sie jetzt sind, nicht mehr vielseitig genug aufgestellt sind, um da an das Gelände, die Situation richtig zu reagieren. Und deswegen gehören die vielen Verletzungen, die vielen Stürze, die wirklich vermeidbar werden. Es gibt YouTube-Videos es gibt ja mittlerweile sehr viele YouTuber, das finde ich auch cool, die quasi einfach immer ihre Kamera mitnehmen und schöne Videos machen. Aber dann gibt es immer wieder hier, mein Kumpel stürzt, ich bin gestürzt. Und meistens wäre es vermeidbar gewesen, wenn man viel an der Fahrtechnik gefeilt hätte, wenn man viel geübt hätte, mit Spaß natürlich. Aber es ist kein einfacher Weg, es ist ein aufwendiger Weg. Einfach immer nur Trails ballern, ja, das ist einfach und bis zu einem gewissen Grad geht es. Aber richtig guter Biker wird man halt, wenn man viel trainiert, viel spielt auf dem Rad, Balance und all die Themen, die ich eben schon gesagt habe. Ein ganz konkretes Beispiel für euch, was man so bei ganzen Bikepark-Themen sieht. Also wie gesagt, noch nicht mehr die krassen Road Gaps oder so, einfach Tables. Gibt es auf jedem Flow Trail, gibt es in jedem Übungsparcours, gibt es Tables. Die sind im Vergleich zu Drops aber technisch schon anspruchsvoller, weil sie natürlich verschiedene Formen haben. Manche sind ein bisschen steiler geformt, manche sind ein bisschen flacher. Also wie sie einen in die Luft katapultieren, ist verschieden. Viele haben halt einfach sich nur angewöhnt, mit Tempo und einer neutralen Haltung immer über die Table zu springen, dass man halt mit der Geschwindigkeit in die Landung kommt. Aber die haben keine verschiedenen Techniken. Zum Beispiel, dass sie mal bewusst den Sprung wegdrücken können, damit wenn sie merken, sie wären zu schnell, dass man überfliegt sonst den ganzen Sprung und fliegt ins Flache. Auch hohe Sturzgefahr. Oder was mache ich, um wirklich aktiv mal zu sein, mal Pilot zu sein, aktiv abzuspringen. Nicht den Höhenrekord des Sprungs zu gewinnen, aber trotzdem mehr als immer nur sich irgendwie rübertragen lassen.
Und das können nur sehr wenige, weil es nur wenige aktiv trainieren. Und da reicht auch ein Kurs nicht. Das muss man danach auch weiter viel üben. Sich zu Hause mal kleine Erdhügel nehmen oder von einem Baumstangen Erde machen, dass man einen kleinen Kicker hat. Ja, und dann kommt irgendwann der Table, guckt euch Fail Friday Videos an. Wenn die Technik nicht sitzt und man wird schneller, man fährt anspruchsvollere Strecken, dass viele so eine Art Nosedive kriegen, das heißt, das Hinterrad wird dann gekickt, weil sie sich im Absprung so ein bisschen hinten reinsetzen übers Hinterrad mit dem Po, und dann kriegt das Hinterrad so, so eine Rotation, die du auch nicht mehr aufhalten kannst, und dann geht es über den Lenker. Also das passiert so oft. Oder Leute hängen so schief in der Luft. Die meisten trainieren auch viel zu selten. Einmal am Wochenende ein bisschen Sprünge üben, hilft dir nicht. Du musst mehrfach pro Woche, wenn es geht, jeden Tag mal 10 Minuten ein bisschen üben. Und es hilft natürlich, wenn man schon einen Bunnyhop kann, bevor man an Sprünge geht. Es ist ein High-Consequence-Sportart, liebe Leute. Also, bleibt dran, übt. Ihr kriegt die Videos, die Tipps habt ihr alle bei mir auf fahrtechnik.tv, auch Bilderbeschreibungen, PDF-Dateien, alles, was ihr braucht, um zu üben. Und ja, bleibt verletzungsfrei. Könnt ihr mal die Kommentare unterschreiben, wie ihr das ganze Thema seht. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Was ist das? Oh. Oh. Also gut, Achtung, langsam. Nur ein bisschen auf die Hüfte. Ja, das ist ein bisschen weggerutscht. Alles gut? Ja, ja.